Heute geht es um diese Popwagen und andere Fahrzeuge, die in dieser Farbe lackiert waren. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen, liebe Eisenbahnfreunde hier bei 3x Oberfranken. Ich begrüße euch hier aus Nürnberg und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Schnellzug, gebildet aus Popwagen, ist angekommen. Und die führende 220 hat bereits den Zug verlassen und fährt auf dem Nachbargleis ins andere Bahnhofsvorfeld für neue Aufgaben. Die 112 hat den Zug übernommen, wird ihn jetzt gleich weiter befördern. Und danach werde ich euch etwas über diese Popwagen erzählen. Ja, liebe Eisenbahnfreunde, wie sahen nun die Reisezugwagen in der Epoche 3 und in der frühen Epoche 4 aus? Da hatten wir natürlich die grünen BM-Wagen für die zweite Klasse und für den gemischten zweite und erste Klasse Wagen. Wir hatten das Blau für den erste Klasse Wagen. Und die Speise- und Schlafwagen, die waren in Rot lackiert. Das sind alles eher gedeckte, dunkle Farben. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, der Dampflokomotive, die ja viel Ruß machte und dadurch die Reinigung etwas erleichtert wurde. Es gab aber auch den sogenannten Silberling. Der Silberling, ja, der war ja nur aus Edelstahl und nicht lackiert, sah immer irgendwie etwas unfertig aus.
Und das Highlight zu der damaligen Zeit waren bestimmt die TEE-Wagen in Weinrot-Beige. Aber diese Züge fuhren ja nur auf bestimmten Linien und waren vom Reisenden also nicht wahrzunehmen oder nur selten wahrzunehmen, wenn eben so ein Zug kam. So habe ich mir mal gedacht, ich schaue mal im Internet nach und wollte mal wissen, wie das eigentlich mit diesen Popwagen war. Und da habe ich dann gelesen, dass im Jahr 1970 die ersten Popwagen vorgestellt wurden. Man hat also dann, wie man schön erkennen kann, auf Höhe der Fenster eine Farbe verwendet und im unteren Bereich war es dann kieselgrau. Hier sehen wir einen blauen Wagen, kobaltblau. Es gab blutorange. Und es gab dann auch dieses Chromoxidgrün. Neben diesen drei Hauptfarben, möchte ich mal sagen, gab es noch weitere Farben. Die ich dann später noch erläutern werde. Tja, um es vorwegzunehmen, das Popfarbenkonzept hat sich nicht so ganz durchsetzen können. Die Farben wurden zwar von den Fahrgästen sehr gut angenommen, aber die Reinigung gerade im unteren Bereich, das Helle durch den Bremsstaub, sage ich da nur, war doch sehr, sehr aufwendig. Und bereits 1974, das kennen wir alle, kam dieses Ozeanblau-Beige dann zum Einsatz. Am Anfang hatten die Wagen in Ozeanblau-Beige noch diesen schwarzen Rahmen unten. Und nach wurden dann alle Wagen umlackiert. Ich habe jetzt mal eine rote 215 vorgespannt. Und ich lasse den Zug dann nochmal in seiner ganzen Länge vorbeifahren. Theoretisch, ja auch praktisch, wäre eine solche Zugzusammenstellung möglich gewesen. Also alle Wagen, die wir jetzt gesehen haben, sind auch in dieser Zeit zusammen irgendwie gefahren. Ob der Zug natürlich dann so genau zusammengestellt war, das möchte ich bezweifeln, aber es war rein theoretisch möglich, alle Wagen so zumindest nebeneinander auch zu sehen. Wir sehen also nun hier drei verschiedene Wagen in Poplackierung. Ganz links der blaue, ich sage jetzt nicht immer Kobaltblau, das ist mir einfach zu lang. Und ich sage auch nicht Blutorange, in der Mitte, das ist Orange. Und rechts ist ein grüner Wagen zu sehen. Weitere Farbvarianten gab es dann in Purpurrot, Rotviolett und Blau-Lila. Also insgesamt wurden sechs verschiedene Farben verwendet. Dabei wurde dieses Blau am häufigsten verwendet. Insgesamt 86 Wagen wurden so lackiert. Ursprünglich war vorgesehen, dass man die Farben auch den Wagenklassen zuteilen wollte. So war das Blau eigentlich gedacht für die zweite Klasse, also die BM-Wagen.
und auch die gemischten zweite Klasse Gepäckwagen, die BDM-Wagen, sollten blau lackiert werden. Das wurde aber nicht unbedingt immer eingehalten. So gab es auch einen Liegewagen mit Küchenabteil in Kobaltblau und es gab auch einen Gepäckwagen, einen DM in blauer Lackierung. Am zweithäufigsten wurde das Orange verwendet. In dieser Farbe wurden 26 Wagen lackiert. Vorgesehen war das Orange für die erste Klasse Wagen und für die erste und zweite Klasse Wagen. Das Grün sollte ursprünglich für die Gepäckwagen verwendet werden. Es gab aber auch nur einen, den sehen wir hier, einen AM in grüner Lackierung. Dann gab es noch einen ABM in grüner Lackierung und einen BM. Zwei BM und 8 Gepäckwagen wurden grün lackiert. Insgesamt waren 146 Wagen lackiert in den Popfarben. Dabei wurden nicht nur Wagen, neu gebaute Wagen gleich ab Werk lackiert, sondern es gab auch Umlackierungen von bereits bestehenden Wagen. Ich habe vorhin erwähnt, dass es noch weitere Farben gab und da ist zu nennen das Purpurrot. Purpurrot sollte hauptsächlich bei Speisewagen und Schlafwagen zum Einsatz kommen. Da wurden sogar auch noch Speiseschürzenwagen in Purpurrot umlackiert und es gab allerdings, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, nur einen Speisewagen, einen WR 132 und der hat es auch nicht lange ausgehalten, der wurde lackiert und dann 1974 war der, glaube ich, in einen Unfall verwickelt und wurde dann auch schon wieder ausgemustert. Daneben gab es noch 3 rot-violette Wagen und blau-lila wurde auch noch eingesetzt und zwar 2-mal. Das rot-violett und das blau-lila, die beiden Farben, kamen dann bei Liegewagen zum Einsatz. Tja, wie bereits erwähnt, gab es doch erhebliche Probleme mit der Sauberkeit und Sauberhaltung dieser Wagen, also im unteren Bereich dieses Kieselgrau zu verwenden. Das verschmutzte doch recht bald und die Wagen mussten oft gereinigt werden. Deswegen war dem Popfarbenkonzept kein langes Leben beschieden. Bereits 1974 experimentierte man mit dem Ozeanblau Beige und ja, das Ozeanblau Beige, das dürfte so gut wie allen Eisenbahnfreunden bekannt sein. Zum Einsatz jetzt, ja, wir haben den Zeitraum bis 1974, dann kam das Ozeanblau Beige und die Wagen wurden ja dann nicht sofort in Ozeanblau Beige umlackiert. Die letzten Einsätze waren dann 1982, waren die Wagen noch in Lindau, München, Pasing und Saarbrücken. Und 1985 gab es immerhin noch 5 BM 234 und diese Wagen fuhren unter anderem im D1284-1285. Das war der sogenannte Dolomiten-Express, ein Starzug hier in Oberfranken. Ja, ihr meint jetzt Dolomiten, hier in Oberfranken gibt es doch keine Dolomiten. Da habt ihr recht, aber dieser Zug ist von Coburg bis Bozen gefahren. Das war also für uns, ja, das war ein Highlight. Und in diesem Zug sind bis zuletzt 1985 diese Popwagen mitgefahren. Der allerletzte Einsatz, so steht es im Internet, beziehungsweise der Einsatz endete dann 1988. Da hat es dann ein letzter BM 234 und der sollte dann wahrscheinlich auch in Blau gewesen sein. Der hat es also bis 1988 ausgehalten. Ja, liebe Eisenbahnfreunde,
Es ist also auch durchaus möglich, die Popwagen mit einer Dampflok zu befördern. Und wenn man da so ein bisschen rumschaut, gibt es durchaus auch Aufnahmen, Fotos von 01ern, 012ern, die diese Züge befördern. Ihr müsst da mal ein bisschen rumschauen im Internet, wenn euch das interessiert. Ich selbst habe das nicht fotografieren können, habe deswegen auch keine Bilder, die ich jetzt hier veröffentlichen darf. Aber es gibt durchaus einige Fotoaufnahmen, die diese Wagen auch hinter Dampflokomotiven zeigen. Hier sehen wir jetzt nochmal einen BM 234 auf der rechten Seite und einen BM 232 auf der linken Seite. Zu unterscheiden sind sie durch die kleineren Fenster beim BM 232. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zum Einsatz dieser Popwagen. Man hat bei der Deutschen Bundesbahn schon versucht, farbreine Züge zu bilden. War natürlich immer schwierig, weil es ja nicht so viele Wagen gegeben hatte. Und ganz besonders wollte man diese Wagen vor dem damaligen DC-Zügen einsetzen. Das waren also, ja, ich sag's jetzt mal so, die ICs für Arme. Nein, die DC-Züge, die sollten quasi ein Ergänzungsnetz darstellen und dem IC-Netz die Fahrgäste zuführen. Jo, das war soweit zu den Popwagen, was mir jetzt dazu eingefallen ist. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Anmerkung, dass ich jetzt hier vergessen habe. Gerne schreibt es in die Kommentare rein. Was ich aber jetzt noch weiter ausführen möchte, ist, die Poplackierung hat man nicht nur auf Reisezugwagen gesehen, sondern auch noch auf anderen Fahrzeugen. Da gehe ich jetzt auch noch mal ganz kurz drauf ein. Zweifelsohne eine der wichtigsten Fahrzeuge in der Poplackierung sind für mich die Triebzüge, die Dieseltriebzüge der Baureihe 614. Sie kamen im Jahr 1971 auf die Gleise und fielen daher natürlich voll in die Zeit der Poplackierung. Dementsprechend sieht man auch, dass sie orange lackiert waren. Im Unterschied zu den Schnellzugwagen erhielten die Dieseltriebwagen einen zweiten Zierstreifen hier unterhalb der Fenster, den hatten diese Schnellzugwagen nicht. Und ich denke, dieser zweite Zierstreifen steht den 614er ganz gut. Die letzte Lieferung an 614er, die waren dann im Harz beheimatet, in Braunschweig sind die vom BW aus gefahren. Diese Züge waren dann bereits in Ozeanblau-Beige lackiert. Weitere wichtige Triebwagen in Poplackierung waren auch die S-Bahn-Triebzüge der Baureihe 420. Ja, man glaubt es kaum, aber ja, es war auch eine Poplackierung. Und zwar erhielten die ersten Fahrzeuge der 420-001 eine orange Lackierung. Diese war vorgesehen für die S-Bahn in Rhein-Ruhr. Der 002 war dann in Blau für die S-Bahn in München und dann gab es noch den 420-003, der war in Kaminrot lackiert und vorgesehen für die S-Bahn in Rhein-Main.
Das ist etwas anders gekommen, wie wir jetzt wissen. Es gab lediglich die blauen für München und alle anderen, egal ob jetzt im Rhein-Ruhr, Rhein-Main in Frankfurt oder auch in Stuttgart, die waren dann alle in Orange. Leider habe ich kein Modell vom 420er, deswegen zeige ich euch jetzt ein paar Originalaufnahmen. Weil wir gerade bei der S-Bahn waren, da dürfen wir natürlich nicht die Lokomotiven der Baureihe 111 vergessen. Die Nummern 111 bis 188 waren in Orange lackiert. Auch diese Lackierung zählt noch zu den Pop-Lackierungen. Die 111er waren somit eigentlich auch die einzigen Lokomotiven. Halt, nein, nicht die einzigen, auch die 218er. Die 218er für die Citybahn, diese verkehrte von Köln nach Gummersbach, auch diese kann man noch zu den Pop-Lackierungen zählen. Das waren also die einzigen Lokomotiven, die auch die Pop-Lackierung erhalten haben. Dabei, jetzt schwenke ich mal rüber, ich habe es da hinten mal hingestellt, darf man das nicht verwechseln mit den Produktfarben, die ja dann Mitte der 80er Jahre auf die Gleise kamen. Hier sehen wir jetzt die 141, so wie sie auf der S-Bahn in Nürnberg gefahren ist. Ihr seht schon den kleinen Unterschied. Die Produktfarben hatten unten immer noch mal eine zusätzliche Farbe, einen zusätzlichen Farbstreifen, in dem Sinne das Gelb. Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also Mitte der 80er Jahre, da waren ja die Popfarben eigentlich schon weg. Und dann sind wieder die Produktfarben gekommen, die dann fast ähnlich ausgeschaut haben. Liebe Eisenbahnfreunde, schauen wir uns nun nochmal die Ausfahrt eines Popwagenzuges an. Diesmal mit einer blauen 110. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich denke, da passt fast jede Lok irgendwie dazu. Die Wagen gefallen mir recht gut. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Pop-Lackierung hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über ein Like, ich freue mich natürlich auch über ein Abo. Und sage in diesem Sinne, macht's gut, tschüss und servus, bis zum nächsten Mal hier bei Dreimal Oberfranken.